Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich dachte, ich hau hier mal wieder ein kleines Video raus. Falls ihr euch gleich von vornherein wieder fragt, was hast du dieses Mal verändert an deinem Setup? Dieses Mal musste mein Mikrofon dran glauben. Ich habe es diesmal nicht mehr vor mir, sondern ich habe es hier unten positioniert. Es hat mich einfach in den letzten Streams... Digga, ich rede viel zu schnell. Ich habe es einfach in den letzten Streams gemerkt. Es nervt mich. Es sieht kacke aus, wenn es genau vor meinem Gesicht ist. Ich hoffe, es passt auch mit dem Ton. Ich muss mir auch abgewöhnen, jetzt jedes Mal hier in den Bildschirm zu schauen. Da läuft nämlich parallel mein Aufnahmeprogramm. Hier ist mein Hauptbildschirm. Da habe ich mir auch wieder einen neuen Bildschirm gegönnt. Warum ich eigentlich dieses Video heute drehe, hat eigentlich einen Grund. Und zwar, ich glaube, jeder, der im Social-Media-Bereich ein bisschen unterwegs ist oder Instagram und sowas hat, kennt die App TikTok. Früher hieß sie ja Musical.ly, glaube ich. Und es gibt ja sehr, 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 sehr cringe Videos. Aber ich muss sagen, es gibt so das ein oder andere Video, was absolut lustig und geil ist. Ich blende euch jetzt mal kurz noch eins ein, was ich letztens gefunden habe. Oder ich glaube, das habe ich euch schon mal gezeigt. Ich fand es mega, mega lustig. Ich blende es mal kurz ein. Dann gehe ich zu entspannter Musik schlafen. Und dann kam mir nämlich die Idee, such doch einfach mal die besten Remixe aus den meisten TikTok-Videos oder die, wo in den Trends waren, haben mir viele immer die gleiche Musik verwendet, und such einfach mal da einen geilen Remix. Und ich habe jetzt 6 Tracks für euch vorbereitet, was heißt vorbereitet, rausgesucht, die, wo ich übertrieben feiere, die habe ich auch im letzten Stream verwendet, beziehungsweise ein paar davon. Und ich würde sagen, wir schauen oder hören uns einfach mal die Tracks an. Ihr könnt natürlich parallel, warum mache ich die Wasserflasche auf? Keine Ahnung. Wir hören uns parallel, oder ihr könnt parallel, ey, ich bin so raus, Mann, aus dem Thema, Mann. Wir hören uns parallel einfach die... Digga, ihr schreibt einfach parallel was in die Kommentare. Ihr könnt natürlich wieder schreiben, welcher Track euch am besten gefallen hat. Ich würde sagen, wir starten. Let's go. Erster Track, Cardi B. Rap feat. Megan Thee Stallion. My English is not good. Also den Track kennt, glaube ich, jeder. Der lief ja echt, ich glaube, bei jedem zweiten Video auf TikTok. Ich bin zwar jetzt nicht so krass auf TikTok unterwegs. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe schon ein paar Videos hochgeladen. Ich glaube, 4 Stück oder so. Ist auf jeden Fall eine Plattform, wo Potenzial hat. Besser gesagt, wo du sehr schnell viel Reichweite bekommst mit einfach nur Drecksvideos. Muss ich ehrlich so sagen. Also ich glaube, da stimmen mir 99% jetzt von meinen Zuschauern oder von euch stimmen mir zu, weil es gibt so viel Müll. Ein paar Sachen sind geil, geile Ideen, aber... Sobald, es haben ja viele gemacht, sobald man einen Track abspielt, der irgendwie viral in den Trends war, man hat direkt 1500 Likes. Also entspannter Remix. Ja, typischer Kick and Bass. Das heißt Kick and Bass, entspannter Remix. Also schön zum Einschlafen, abends mal so ein bisschen auf ein Bierchen oder so, ist okay. Dann gehe ich zu entspannter Musik schlafen. Nächster Track, 24K Golden Mood. Ich glaube, den Track kennt jeder. Rauf und runter gelaufen bei mir. Läuft bei mir jetzt auch immer noch unterm Fitness und allem. Diesmal ein Remix von Inquisitive. Den haben wir uns schon damals, oder den habe ich euch schon öfters gezeigt. Absolut geisteskranke Hardstyle-Tracks oder... Uptempo-Tracks, glaube ich, macht, oder Uptempo-Remixe. Dieses Mal entspannt, aber gefällt mir richtig gut. Also richtig gute Laune-Remix. Schön mit Vocal Chops. So Future Bounce Richtung. Verstehe ich auch nicht, warum dieser Track so wenig
Aufrufe hat. Ist sogar von ihm direkt hochgeladen worden. Verstehe ich nicht, Mann. Like. Gefällt mir richtig gut. Schaut mal bei ihm auf Soundcloud vorbei. Der bietet seine Remixe zu 99% kostenlos an, also zum Download. Werden wir uns gleich nochmal anschauen, weil ich habe noch einen Track für euch auf Soundcloud. Den gibt's auf YouTube jetzt nicht. Nächster Track, Roddy Ricch, The Box, Rise, Furious, Edit. Digga, das sind so strange Namen. Den Track kennt ihr safe auch von TikTok oder Instagram. Auch ganz böser Remix oder Edit. Kennt ihr, oder? Dieses I-U. Krank, Mann. Ohrwurm. Entspanntes Fill-Up. Was für Fill-Up? Build-Up. Also Leute, ich bin komplett raus, gell? IU 100 Pro. Schön Metall. Boah. Dunkel. Ich werde safe wieder GEMA-Probleme haben. Nächster Track ist von CJ. CJ, gell? Doch, CJ. Whoopty. Restricted Edit, auch geiler Produzent, macht auch kranke Edits und Remixe. Hören wir uns mal an. Kennt ihr auch von TikTok. Der macht halt auch so dunkle Sachen. Richtig schöne Kick, schöner Bass. Bruder. Whoopi. Und im Hintergrund, warte mal, ich muss nochmal zurückspulen, im Hintergrund schön die Vocal noch. Ganz minimal, ganz leise. Links, rechts. Perfekt. Also ihr merkt schon, bei solchen Edits oder Remixen, alle arbeiten mit Hi-Hats. Kick, Bass und jetzt Hi-Hat. Jetzt. Füllt halt den Track komplett anders nochmal. So, jetzt kommen wir, wir sind schon beim vorletzten Track, besser gesagt, vorletzten Soundcloud-Track. Gut, Track ist jetzt nicht, ist sogar ein Mix, der geht 12 Minuten 51. Ihr seht aber, es gibt diese Songs zum kostenlosen Download, also hier Free Download. Und hier unten seht ihr auch nochmal die ganzen Tracks. Was in diesem Ordner enthalten ist dann, wenn ihr das runterladet. Und ich habe euch jetzt mal diesen Track hier rausgesucht. Fragt mich bitte nicht, welcher das war. Ich glaube, mit Steve Aoki. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das war der. Auch ganz böse, Mann. Kennt ihr auch. Schöne Trumpet. Safe. Hab Bock, Mann. Hey, wer kennt den Track? Jetzt wollte ich schon sagen, eins in den Chat. Wir sind gar nicht auf Twitch, Mann. Das ist sogar der Track von Half Step. Oder ein Mashup. Der macht auch so kranke Bretter, Mann. Hey Leute, wenn ihr sowas in dem Stream abspielt, Mann, brutal. Direkt eine Sub-Bombe von mir, versprochen. So, warte mal, ich kann euch mal hier noch mal kurz einen Track zeigen. Also hier sind schon geile Tracks dabei. Anders mies. So, Freunde, letzter Track. Tut mir auch leid, wenn das Video heute wieder ein bisschen kreuz und quer ist. Absoluter Lieblings-Remix habe ich auch im letzten Stream
direkt rausgeknallt. Cartoons Witch Doctor kennt ihr safe, wenn ich den Track jetzt abspiele. Rein in die Olga. Auch so gute Laune-Song. Aber der Drop. Jetzt muss ich ganz kurz noch was dazu sagen. Diese Musikrichtung. Seit ich auf Twitch unterwegs bin und ein paar Streamer so ab und zu mal reinjoinen oder reinschaue, spielen halt viele so eine Musik. Und am Anfang dachte ich mir so, nee, kann ich mir überhaupt nicht geben, ist überhaupt nicht meins. Jetzt bin ich irgendwie komplett hängen geblieben. Taugt mir übelst. Natürlich, Melbourne Bounce ist immer noch Platz 1 bei mir. Aber sowas ist halt schon richtig, richtig geil. Würde ich auch, gut, in den Clubs weiß ich nicht, ob ich das abspielen würde. Doch, würde ich, glaube ich, sogar machen. Würde ich sogar machen, weil ich hätte Bock drauf. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste auch in den Clubs. Natürlich muss man sich dann mit dem Veranstalter oder dem Clubbetreiber, wenn wir mal wieder einen Club spielen können oder wenn die Clubs mal wieder aufmachen, muss man sich natürlich im Vorfeld noch absprechen, kann ich sowas spielen, passe ich überhaupt hier rein in den Club, also meine Musikrichtung. Hören wir noch mal kurz weiter. Also wenn die Leute 3 Promille haben, würden sofort feiern. Safe, Freunde. 100 Pro. In diesem Sinne, Freunde, ich melde mich ab. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es ein bisschen crazy war. Tracks waren geil. Ich hoffe, oder ihr könnt mir auch gerne andere Remixe noch zuschicken, die ihr so gefunden habt, die ich nicht kenne oder so. Einfach mir Instagram DM oder kommentieren oder irgendwas anders. Oder in den Stream reinkommen, könnt ihr mir die auch schreiben. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann. Peace.